Und es passiert mir leider immer wieder. Ich arbeite hier bei Printcore, beziehungsweise ich würde es schon fast mein Spielzimmer nennen, an Projekten, beziehungsweise an ganz schön vielen Projekten. Und dann mache ich irgendwas, bin fertig und denke mir, oh Mann, ey, hättest du doch bloß die Kamera wieder angemacht, weil eigentlich ist es total spannend und die YouTuber, nicht die YouTuber, sondern die YouTube-Zuschauer, beziehungsweise ihr hättet wahrscheinlich, eventuell, hoffentlich Interesse auch an diesem Projekt teilzuhaben und einfach zuzusehen, wie ich diese Projekte angehe, daran arbeite und sie dann auch final umsetze, wenn ich es dann irgendwann mal schaffen sollte. Und deswegen habe ich mir gesagt, drehe ich heute ein Video für euch und nehme euch im Nachhinein an alle Stationen einfach mal mit, die oder an denen ich jetzt hier gearbeitet habe. Es sind mehrere Projekte. Eines ist jetzt auch schon so gut wie fertig. Das ist der Granulatextruder. Also eigentlich ist es schon fertig und ich zeige euch trotzdem, wie der Stand jetzt ist. Hier steht auch noch ein Projekt. Das ist unter anderem eine Trockenbox für Filamente. Die hatte ich in einigen YouTube-Shorts und auch bei TikTok euch schon gezeigt. Falls ihr mir da auch folgt, dann habt ihr da auf jeden Fall schon mal ein paar Bilder gesehen. Ich nehme euch mit einmal durch meine Halle und zeige euch, was sich jetzt hier verändert hat. Und dann würde ich euch gerne noch einmal mit drüben in den Versand bzw. in die Werkstatt nehmen und euch dort zeigen, was wir dort machen. Wir haben unter anderem auch einen neuen Mitarbeiter, beziehungsweise eigentlich zwei, aber nur der männliche Part, also nur der Hubert heißt er, der würde sich auch oder der lässt sich auch abfilmen und zeigen. Ich respektiere das voll und ganz. Jeder kann entscheiden, ob er in meinen Videos auftauchen möchte oder nicht. Ja, und wir gucken uns einmal noch die Extruderanlage an und gucken uns an, was dort momentan produziert wird. Ich switch jetzt einfach mal um und nehme euch mit und zeige euch einfach den ganzen Quatsch, der sich hier so angesammelt hat. Das hier ist die erste Ministation. Das ist aber auch eigentlich gar nicht die Stelle, wo dieses Projekt hier zusammengeschraubt bzw. entstanden ist. Wie ihr schon seht, das hier sind die Granulatextruder, die ich in meinen Videos getestet hatte als Prototyp und die jetzt auch nach unzähligen Tests und mehreren Prototypen und Fehlschlägen endlich funktionieren. Und wir haben jetzt hier die ersten, also hier liegen jetzt schon mal 6, einen habe ich zu Hause und drüben müssten auch noch mal 3 liegen. Uns fehlt das momentan an den gedruckten SLS-Teilen, weil wir ja erstmal die Prototypen gedruckt hatten, um zu gucken, ob auch wirklich final alles funktioniert. Ich halte euch das einmal so in die Kamera rein, dann seht ihr, wie das Ding jetzt final aussieht. So sieht das Ganze aus mit allen finalen Teilen. Ich habe hier vorne auch so ein kleines Edelstahl, ja, stell mal scharf, Edelstahl-Sieb reingemacht. Das sieht richtig cool aus, muss ich sagen. Also jeder, der das Teil so sieht, sagt sich oder sagt uns, Mann, das sieht ja aus wie so eine Cyberspace-Waffe aus dem Weltraum. Finde ich auch. Und ja, ich bin stolz darauf auf jeden Fall, dass das jetzt fertig ist, das Projekt. Ich zeige euch einmal drüben, wie diese ganzen Kisten so aussehen und wie ich so ein Projekt immer aufarbeite und dann auch umsetze. Rob, einmal hier rüber. So. Ich hoffe, die Einstellung passt so. Ja, ich sammle immer alles in irgendwelchen Kisten und Boxen über das Projekt hinweg und habe dann meistens eine Kiste, so wie die hier, wo dann so Prototypen drin stecken, die halt einfach nicht funktioniert haben. Aber ich schmeiß das nicht weg, weil ich immer noch mal im Nachhinein nachgucken kann, was denn überhaupt nicht funktioniert hat, damit ich nicht versuche, zum Beispiel zweimal mache. Ich kann euch einmal zeigen, was hier so in so einer Kiste drin ist. Oft habe ich von solchen Kisten dann auch nicht nur eine, sondern gleich mehrere. So sieht das Ganze aus. Das ist jetzt zum Beispiel das Gehäuse von dem Extruder, was sich nochmal verändert hat. Ich glaube, hier hatte ich einen kleineren Lüfter drin. Nee, oder die Kabelklemme hat sich hier nochmal vergrößert. Ja, davon gibt es dann halt eine ganze Menge Teile. Also da sammelt sich dann echt ordentlich was an, bis man dann das finale oder die finale Baugruppe fertig hat. Hier sind dann zum Beispiel Lüfterhalter. Da hat der mittlere Steg gestört, weil das Kabel da unten durch musste. Und hier haben Absätze gefehlt. Der Lüfter, der war zum Beispiel hier zu dicht an dem Gehäuse dran. So. Das Ganze wurde dann heiß und der Lüfter, der da dran sitzt, habe ich hier einen drin? Ich glaube nämlich nicht, aber das kann ich euch einmal hier drüben zeigen. Dieser Lüfter hier, der wurde dann so heiß, dass der ausgesetzt hat und einfach gesagt hat, ja, ist mir zu warm, ich mache nicht mehr mit. Da sind jetzt zum Beispiel so kleine Abstandshalter rangekommen, direkt an das Bauteil, dass hier ein bisschen Luft zwischen ist und dann werden die auch nicht mehr heiß. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man am Anfang gar nicht mitbedenkt, die dann aber trotz alledem irgendwann ein ziemlich großes Problem verursachen. Hier ist zum Beispiel nochmal ein Schrittmotor, den man auch nicht mehr wollte. Da ist einfach vorne das Zahnrad komplett weggefressen. Da war die Qualität dann auch nicht so gut. Der Motor war auch ein bisschen zu kurz. Da haben wir jetzt zum Beispiel bei der finalen Version einfach einen etwas höheren, längeren Motor genommen. Der ist zwar ein bisschen schwerer, aber der hat auch gleichzeitig ein bisschen mehr Drehmoment. Schafft also besser, das ganze Granulat dann durch die Extruderschnecke zu drücken. Ja, hier sind dann noch ein paar Trichter. Das ist aber noch nicht ganz fertig. Das soll dann später mal irgendwo oben festgemacht werden.
Und dann kann man das Granulat direkt von oben zuführen und dann in den Granulatextruder rieseln lassen. Das sind dann solche Kisten, die ich mir geholt habe. Da habe ich Trennwände gedruckt, um einfach aus diesem großen Kasten noch ein paar mehr Fächer rauszuziehen. Und hier ist dann zum Beispiel so ein Adapterwinkel. Ich habe jetzt erst überlegt, machst du für jeden Drucker den speziellen Winkel für den Granulatextruder? Aber das sind ja so viele Drucker. Und dann dachte ich mir, mache ich einen Universaladapter mit einem relativ simplen Lochbild hinten. Und dann kann man sich das an jeden Drucker selber mit einem kleinen gedruckten Adapter einfach anbauen. Ja. Ein paar Frästeile, SLS-Teile, Motor und Heizpatrone. Und dann habe ich mir im Baumarkt hier so eine kleinen Fächer geholt mit so kleinen Trenneinsätzen. Das ist deutlich besser so für ganz viele Kleinteile und so als solche Boxen. Man nimmt weniger Platz weg und man kann es schön beschriften. Ich zeige euch aber gleich noch drüben, wie diese komplette Montagestation aussieht, dann später für diesen Granulatextruder. Diese Kiste ist dann sozusagen eigentlich Müll, aber eigentlich doch nicht, weil ich es auch ganz schön finde, wenn man immer für später so eine Art Museumsstücke hat, wo man dann sieht, guck mal, so haben wir mal angefangen. Oh Gott, hätten wir doch gleich das so gemacht. Und ja, ist immer so schön, wenn man halt sieht, wie das Projekt entstanden ist. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist ein super cooles Projekt, was ich sag, glaube ich, in diesem Video Trillionen Mal Projekt, das tut mir super leid. Worauf ich mich sehr gefreut habe, was auch, muss ich sagen, sehr spontan entstanden ist. Ich räume mal kurz ein paar kleine Teile weg und schiebe das, was ich euch jetzt zeigen will, einmal raus. Das sind hier zwei Prototypen einer Filament-Trockenbox für große Spulen, weil ich hatte immer das Problem, ich zeige euch das einmal. Ich komme wieder. Diese großen Spulen, das ist jetzt zum Beispiel eine von MVP, PETG, relativ groß, ich glaube 2,5 Kilo sind hier drauf auf dieser großen Rolle. Und es gibt ja diese Sunlu-Boxen, die sind preis-leistungstechnisch, sind die wirklich super. Da passen halt aber leider bloß die kleinen Spulen rein. Und gerade wenn man mal mehr druckt, viel druckt, große Bauteile druckt, kommt man mit diesen kleinen Spulen einfach nicht weit, weil man will ja auch nicht ständig das Material wechseln. Und ich hatte immer das Problem, wie kriege ich meine großen Spulen getrocknet gelagert? Ich hatte dann so einen Dörrautomat, den zeige ich euch, der ist da drüben. Ich halte mal kurz einfach so rüber. Da ist jetzt gerade mein Sport-T-Shirt drin. Ich mache jetzt meine durchgeschwitzten Sport-T-Shirts immer in diesen Dörrautomaten, damit die schnell trocknen. Dann kann ich die nämlich ein paar Mal mehr anziehen, dann stinken die nicht so schnell. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diese Spulen immer da drin gehabt. Habe mich dann hingesetzt, habe gesagt, das kann doch nicht sein. Es gibt doch nur diese 1000, 2000 Euro Geräte. Das muss doch auch irgendwie günstiger gehen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es waren wieder ein paar schlaflose Nächte und ich habe diese Blechbox hier konstruiert und dann nach mehreren Herstellern endlich einen gefunden, der mir das in der Qualität abliefert, wie ich es haben möchte. Ich bin aber auch wirklich sehr pingelig, was solche Sachen angeht. Also das muss schon so sein, dass ich sage, wow, das sieht geil aus. Ich mag das nicht, wenn da irgendwie zum Beispiel offene Stellen in den Schweißnähten sind und so weiter. Ich nehme euch die einmal, oder ich zeige euch die einmal in einer Aufnahme. Bin ganz aufgeregt. So sieht die jetzt aus. Wie gesagt, das ist, ich glaube, 1,5 mm Stahlblech ausgelasert und dann ganz wichtig geschweißt in Ränder komplett und dann in weiß Pulver beschichtet. Und jetzt kann man diese Box hier so aufmachen. Zack, hier ist eine Dichtung drin und Plexiglasscheiben. Das Ganze wird über Magnete hier so später gehalten. Ich finde nämlich immer die Haptik super wichtig. Wenn ich das so aufmache, wupp, muss das so sich schön anfühlen. Dann haben wir hier unten so ein paar Kugellager drin und aus Aluminium kleine Wellen. So sehen die ganzen aus. Die zwei Wellen, die hier drin sind. So sehen die aus, über einen kleinen Sprengring gehalten. Und dann, das sieht man jetzt noch nicht, kann man das Ganze in zwei Positionen einbringen. Einmal hier unten und hier oben sind noch so zwei weitere Bohrungen. Da kommen auch noch mal so eine gedruckten Teile hin. Dann kann man diese Welle einfach hier oben reinsetzen. Und zwar einmal für, wer hätte es gedacht, große Spulen. Entweder eine große oder zwei kleine nebeneinander. Dafür auch dieser kleine Absatz hier. Sorry, wenn die Kamera ein bisschen wackelt. Ich gebe mein Bestes. Unten drunter ist eine Trennwand drin, die sieht man jetzt nicht. Da ist dann Elektronik und so weiter drin. Und da sitzt dann so ein Heizelement später drin. Das ist wie eine Art Föhn, so könnt ihr euch das vorstellen. Der pustet einfach Luft durch dieses Heizelement. Und das kommt dann da durch das Loch durch, hier rein, kühlt, beheizt dann hier alles. Und dann geht das Ganze da hinten durch diesen verstellbaren Mechanismus nach draußen. Und dann kann man hier hinten über diesen kleinen Ponöbel, kann man dann einstellen, ob es zu sein soll, wenn man fertig ist, oder ob die Luft raus soll, wenn man das Ganze beheizt. Und die Spule, brupp, die kommt einfach hier rein, zack und zu.
Und das war's noch nicht. Ha, jetzt kommt's nämlich. Das Ganze soll gesteuert werden über ein Display. Das hier war FDM gedruckt. Das ist absolut kein FDM-Teil gewesen, aber ich wollte es einmal in der Hand haben wenigstens. Das heißt, wir haben das später mit SLS gedruckt. Hier, wir haben ja drüben den SLS-Drucker von Formlabs. Und da habe ich hier dieses Display reingesetzt, reingeschraubt, kurz noch so eine Halterung konstruiert. Immer so, dass es natürlich materialsparend ist, also immer so ein bisschen auf Spritzguss-Style. Ganz dünnwandig alles. Sparen wir nämlich das Pulver, das ist nämlich auch gar nicht so günstig, wie man glaubt. Und das Display kommt hier vorne später dann so rangeschraubt. Und dann kann man hier kann man einstellen, welche Temperatur man haben möchte. Zum Beispiel, weiß nicht, ich möchte jetzt Nylon drucken, dann macht man hier 70 Grad. Blablabla. Und dann reguliert dieses Display die Zeit und die Temperatur, wie diese Box beheizt werden soll. So, ich muss euch einmal mitnehmen. Jetzt ist nämlich, was passiert? Ach, guck mal, da ist Basti übrigens. Sag mal hallo. Hallo. So, wir stellen das mal kurz hier hin. Hier ist ja unsere Prizzle-Station. Hier sammeln wir immer die ganzen... Oh, ist alles leer. Nee, doch nicht da. Da sind noch welche. Hier gucken wir immer, dass genug Prizzles da sind. Prizzles da sind. Und Basti hat gerade gesagt, es kamen wieder neue Prizzles an. Und eventuell haben wir sogar eine neue Größe. Haben wir eine neue Größe? Das ist, ah nee, leider noch nicht. Volcano V6, alles 04, Spitze. Oh ja. Dann muss man natürlich immer gucken, dass auch alles passt. So sieht das Ganze jetzt in dem Falle aus. Wie viele sind das? 100, glaube ich, ne? 200 und das hier sind, glaube ich, 100. Ja, und wenn die ankommen, müssen wir natürlich erstmal gucken, stimmt die Qualität? 200 Stück. Aber ihr hattet auch schon gefragt, ob wir andere Größen noch machen können. Definitiv, aber es dauert immer ein bisschen, bis ich da die technische Zeichnung fertig habe, bis man so ein Muster bestellt hat, dass alles passt. Und erst dann kommt die Massenbestellung sozusagen. Aber die sehen gut aus, wa? Und das Interessante sind ja eigentlich gar nicht diese... Also diese Messingteile hier, die sind ja Kiki, das kriegt sozusagen jeder hergestellt. Das Interessante sind eigentlich immer die Spitzen, die vorne drin sind. Also diese gehärteten Einsätze mit dieser mikrokleinen Bohrung. Weil da muss man dann schon genau wissen, was man mit seinem kleinen 04er Bohrer macht. So sehen die jetzt zum Beispiel aus. Aber da das ja nicht die ersten Teile sind, die wir jetzt hier herstellen oder hergestellt lassen her. Stellen haben lassen, weiß der Hersteller jetzt schon so ungefähr, was wir erwarten. Das heißt, auch die hier sehen wieder super aus. Wir kontrollieren natürlich immer jede einzelne Spitze nochmal, bevor wir sie einbauen. Aber hier sieht man von außen schon, sieht gut aus, wa? Ja. Eigentlich wollte ich euch aber zeigen, was hier noch Sache ist. Denn in diese Box später, habe ich hier auch schon bestellt, soll eine Art Dämmfolie rein. Die kennt man, glaube ich, also aus den Autos. Da sind die gerne verbaut, so im Motorraum. Oh Gott, alle, die sich mit Autos auskennen, lacht mich bitte nicht aus, falls es überhaupt nicht stimmt. Auf jeden Fall ist hier auf einer Seite so eine Aluminiumfolie, die soll die Hitze sozusagen reflektieren. Und dann haben wir noch ein bisschen Moosgummi und ein doppelseitiges Klebeband. Und das kommt dann hier so in diese Box innen reingeklebt, damit das auch ein bisschen effizient ist und die Hitze jetzt hier nicht so durchs Gehäuse einfach so rauswandern kann. Ich krieg den Creality 22 Watt Laser Engraver, was auch immer, wie das Ding heißt. Der hat ganz schön Power. Ich war da schon bei 3D Point, die haben den schon dastehen. Der könnte diese Folie durchtrennen. Das heißt, ich kann eine DXF-Datei erstellen, dann mache ich mir eine Schablone und dann lasern wir einfach passend diese Schablonen so aus, dass wir die da reinkleben können. Aber der ist leider, wie gesagt, noch nicht da. Da warte ich noch, bis der hier ist. Hier sind so ein paar Einzelteile noch und auch hier habe ich wieder gesagt, für dieses Projekt holen wir uns einfach so einen Turm für alle möglichen Schrauben, die wir brauchen und Kleinteile, unter anderem so Aluhülsen, Kugellager und Wellen kommen dann hier unten ins große Fach. Und dann machen wir uns auch wieder so eine kleine Workstation, wo wir dann einen Tisch vorbereiten, wo nur dieses Produkt oder Gerät dann gebaut wird. Hier sind wir auch fertig. Da dauert es noch einen Moment. Ich warte, bis das Display programmiert ist, weil das kann ich leider nicht selber. So weit bin ich da leider noch nicht. Und das wäre mir auch zu zeitaufwendig, das jetzt alles zu lernen. Man kann halt irgendwann ist man an einem Punkt, man kann halt auch nicht alles selber machen. Und wir wechseln rüber in die Mitte. Ich glaube, man kriegt das gar nicht alles rauf, aber ich kann die Kamera gleich noch einmal hier so rüberschwenken und euch zeigen, was hier auf diesem Tisch liegt. Der Printcore One-Drucker. Und zwar, jetzt muss ich die Kamera doch wieder drehen, und zwar der hier, den ich vor ewiger Zeit mal gebaut hatte. Also das ist der Prototyp. Die Verkaufsversion war ja dann ohne Wasserkühlung. Da hatte ich am Anfang ja eine gewisse Stückzahl gebaut und das hat nur 2 Tage gedauert, bis die dann verkauft waren. Das hat mich natürlich mega gefreut. Andererseits war das ganze Projekt nicht ganz so effizient aufgebaut von mir. Ich habe alle Drucker selber zusammengebaut, selber bestellt, alles nachbestellt, kontrolliert. Das hat mich
unendlich viel Zeit gekostet, aber es hat auch trotzdem Spaß gemacht. Damals war ich noch zu zweit, Basti war drüben und ich habe hier gearbeitet und die ganze Arbeit, die blieb halt an mir hängen, also fast, sage ich mal, ein paar Baugruppen hatte Basti schon gemacht. Und ich dachte mir, Mann, der lief so gut und die Leute waren damit so zufrieden mit diesem Drucker, ich kann das Projekt eigentlich nicht so da stehen lassen, wie es jetzt da steht. Jetzt habe ich also nochmal diesen ganzen Drucker bestellt, also die ganzen Einzelteile, und gleichzeitig habe ich mit dem Christian, herzliche Grüße in diesem Moment an dich, zusammen eine Clipper-Firmware erstellt. Also eigentlich hat er das gemacht und ich habe nur gesagt, ja, ich hätte es gern so noch ein bisschen und so. Er hat nur so ein bisschen rumgefingert und ein paar kleine Sachen habe ihn ein paar Sachen ändern lassen, aber er ist der Crack da drin. Und ich habe gesagt, wir machen den Drucker diesmal nicht in Orange, so Neon-Orange, sondern das wird die Black Series. Wow. Also der wird so in matt schwarz und wird aus PA bzw. PETG Carbon gedruckt. Also die Teile, die sehen dann alle ungefähr so hier aus. So wird der Stil von dem Ganzen. Also alles so in schwarz. Mal, stell doch mal scharf hier, Junge. Alles so in schwarz und matt schwarz. Das sieht richtig cool aus. Also ich freue mich darauf. Dann gibt es noch ein dickeres Display. Das sieht jetzt, oh, das ist schon ein bisschen eingestaubt. Das sieht dann so hier aus. Das ist nochmal deutlich größer als das, was damals verbaut war. Ist auch diesmal kapazitiv von Big Tree Tech. Und dann kommt natürlich ein Raspberry Pi mit rein. Das heißt, wir haben dann Klippe auf dem Drucker, um dann auch wirklich das ganze und volle Potenzial von diesem Drucker auszuschöpfen. Ja, das entsteht gerade hier in dieser Produktionslinie sozusagen. Das ist aber noch nicht fertig, das ist erstmal alles nur so dahingestellt. Ich zeige euch einmal kurz, wie die Kisten aussehen. Dann habt ihr mal gesehen, wie sowas aussieht. Hier ist zum Beispiel der Musteraufbau von der Hauptplatine, sozusagen Big Tree Tech, da kommt später ein SKR3 rein, glaube ich. Raspberry Pi, Goldstaub, richtig teuer momentan, kann ich euch sagen. Netzteil Raspberry Pi, Netzteil für den Drucker an sich, SSR für das Heizbett. Ja, hier haben wir dann vorbereitet, beziehungsweise ich habe vorbereitet die Kabellängen, Farben, wo irgendwas ran soll, muss, damit auch andere Leute das Ding zusammenbauen können und nicht nur ich, denn das ist der Plan. Der Plan ist nämlich, dass ich den nicht mehr zusammenbaue, sondern ich nur noch die Hilfestellung gebe, falls der Hubert drüben und der Basti die Hilfe brauchen, wie sie den zusammenschrauben müssen, damit ich dann an weiteren Projekten arbeiten kann und mich auf andere Dinge, sag ich mal, fokussieren kann. Weil irgendwann ist meine Kapazität halt erreicht und ich kann nicht mehr machen als 8-9 Stunden am Tag zu arbeiten. Ja. Hier geht es dann weiter. Hier ist die Station für Lüfter und Seitenwände zum Beispiel. Hier wird dann später der Carbonträger montiert mit den Linearführungen. Und hier kommen eigentlich nur so Kleinteile und Ersatzteile. Hier SLS-Teile zum Beispiel. Der Lüfterhalter, da hat Basti schon fleißig gedruckt. Oder hinten ein neues Teil, wo dann die Kabel getauscht werden können, direkt am Drucker, also man muss dann nicht mehr das Kabel direkt bis unten in den Schacht wechseln, sondern kann am Gehäuse hinten meine alte Heizpatrone oder einen Thermistor tauschen. Das ist deutlich angenehmer. Hier drin geht es dann weiter. Das sind dann weitere Schrauben. Da seht ihr mal, wie viele Schrauben, Muttern und Einzelteile. Hier, guckt euch das mal an. Ich schwenke hier einmal rüber. Das alles sind Einzelteile. Das sind alles Einzelteile. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Hier sind noch ein paar Wellenkupplungen und Schrauben. Das sind alles Einzelteile, Einzelteile, Einzelteile. Und drüben wird die Elektronik gemacht. Und das alles für so einen popeligen kleinen Drucker. So, dann laufe ich einmal kurz ein kleines Stück hier rüber. Hier geht es nämlich weiter. In der Ecke liegen dann noch weitere Teile für den Drucker. Da hat zum Beispiel auch der Hubert drüben, den zeige ich euch, wie gesagt, gleich schon mal die Druckbetten vorbereitet für den Drucker. Alles schon verklebt und hier mit so ein bisschen Schutz versehen. Dann sind hier eingepackt die pulverbeschichteten Aluminiumteile für den Drucker. Hier die etwas größeren. Da, so sieht das zum Beispiel dann aus, wenn das hier ankommt. Da sieht man jetzt nicht so viel. Ist nicht ganz so geil. Aber wenn man sie dann auspackt, dann sehen die echt schick aus. Ich zeige euch gleich nochmal ein großes Teil von drüben, wie die jetzt aussehen. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht, als ich den ersten Drucker gebaut habe. Den erzähle ich euch gleich, wenn ich dann drüben bin. Und hier sind die Motoren, die dann später rein sollen. Das sind etwas größere als in der ersten Version. Und zusätzlich, das finde ich besonders cool, also es sind auch wieder 09er Motoren, haben die jetzt eine etwas dickere Welle. Ich müsste jetzt lügen, wie viel. Ich glaube, vorher hatten sie 5, jetzt sind sie 6 mm. Einfach um den Zug von dem Zahnriemen hier so ein bisschen besser aufnehmen zu können, dass die Welle halt einfach ein bisschen stabiler ist. So sieht das Ganze aus. So kommt dann
so eine Lieferung zum Beispiel hier an und wir prüfen die Motoren dann, ja, bis wir wissen, dass alle wirklich in Ordnung sind. Der Fehler, den ich gemacht hatte bei dem bei der ersten Charge, war, ich habe die Seitenwände von dem Drucker habe ich blank bestellt, dann kam die hier an, dann habe ich sie nachgearbeitet, geschliffen, entgratet, bin dann zum Pulverbeschichter gefahren, der hat mir die Pulver beschichtet, dann habe ich sie zurückgeholt und dann habe ich sie verbaut. Diesmal habe ich mir gesagt, den Stress will ich mir nicht nochmal machen. Ich habe also die ganzen Teile fix und fertig per DXF bestellt und habe gesagt, DXF, Material, Materialstärke, ausschneiden, entgraten beidseitig oder trovalisieren, Pulverbeschichtung und hier abliefern. Damit ich die Teile fertig hier habe und ich dann nicht erst anfange, wieder alles von vorne zu machen. Ja, und ich muss sagen, ist echt cool geworden. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass die das vielleicht vergurken und ich dann sage, oh Gott, jetzt habe ich hier weiß ich wie viele 1.000 Euro an beschichteten Platten liegen und die sind alle Müll. Aber die sind echt gut geworden. Die Oberfläche ist auch so leicht matt geworden und guckt mal hier absolut, absolut makellos. Also so sehen auch dann wirklich alle Teile aus, die jetzt hier zum Beispiel auf diesem Stapel liegen. Die werden jetzt die nächsten Tage dann montiert. Habe ich noch ein schöneres zum Zeilen. Und das war jetzt ein bisschen öde irgendwie. Ich hoffe, was Großes. Ich will mir jetzt aber auch nichts kaputt machen. Naja, hier sind auch die Türen und so weiter hinter oder hier die Grundplatte, die ist ein bisschen dicker. Ich bin mega happy. Ich habe einen Zulieferer für fix und fertige Blechteile gefunden. Das nimmt mir auch eine Menge Arbeit ab. So, dann gucken wir einmal. Hier habe ich nicht so viel. Ich stelle mal die Kamera noch mal kurz ab. Hier habe ich nicht so viel verändert. In einer meiner letzten Videos habe ich euch ja vorgemacht, wie man Kunststoffteile zerschreddert. Das hat ja auch, wie ihr hier sehen könnt, super gut funktioniert. Hier sind jetzt die ganzen Materialien drin. Und passend zum Granulatextruder kann ich jetzt natürlich dieses Granulat hier nehmen, einfach in den Granulatextruder reinschmeißen und direkt mit diesem recycelten Kunststoff halt meine Teile drucken. Wenn ich Prototypen drucke oder wenn ich mal Materialien testen will, schmeiße ich das da einfach rein. Da hatte ich hier während dieses Videos das Problem, dass ich hier nicht so eine oder keinen passenden Schlauch hatte, sondern nur so ein Papierschlauch irgendwie, so hat sich das angefühlt. Der ist jetzt aber, glaube ich, auch schon im Müll. Und dann habe ich mir hier einfach so einen Abluftschlauch gekauft aus Polyurethan, ist der, glaube ich, mit so einem Federstahldraht da drin. Keine Ahnung, ob das stimmt. Auf jeden Fall, der ist super flexibel und wird wahrscheinlich 1.000 Jahre halten. Ich habe leider nur so ein kurzes Stück gebraucht. Der Rest, den werde ich wahrscheinlich für irgendein anderes Projekt mal nutzen. Und hier kann ich jetzt meine IKEA-Box direkt runterstellen. Krick, klack das rein, feuer meine Teile rein, kriege hier mein Granulat raus und kann dann das einfach dran lassen und switch immer einfach bloß die Box hin und her. Ja, super praktisch. Ja, hier bin ich aber auch noch nicht weitergekommen. Da steht noch ein anderes Projekt erstmal davor. Erkläre ich euch aber gleich drüben, wenn wir an der Extrudanlage sind. Das hier ist der Musterbausatz von dem Printcore One Drucker. Hier sieht man, wie man den Drucker zusammenbauen muss, beziehungsweise wie die Profile vorbereitet werden müssen. Das ist schon ein bisschen eingestaubt hier, weil die Produktion ja jetzt schon ein paar Tage her ist. Und in so einer Halle könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viel Staub hier immer entsteht. So sieht so ein Profil jetzt zum Beispiel aus. Das ist dann vorbereitet für den Druckerzusammenbau. So, da steht drauf, Boden, rechts, Elektrik. Also wissen wir genau, wo dieses Profil im Drucker mal hin muss. Und zusätzlich sind die Nutensteine überall schon drin und mit einem weißen Edding markiert. Das heißt, man kann dieses Profil perfekt vorbereiten, ins Regal legen und man hat dann schon die Profile mit vorbereiteten Nutensteinen direkt optimal für den Aufbau. Ja, da seht ihr mal, wie viele Teile das eigentlich sind, wie viele unterschiedliche Profile man dafür braucht für diesen Drucker. Das ist ganz schön viel. Und dieses Nutenreinschieben dauert auch ganz schön lange. Muss noch gemacht werden. Ja, da muss ich auf jeden Fall den Hubert und die Claudia, die drüben sind, noch anlernen, aber denen zeigen, worauf sie ankommt. Und hier sind dann die Profile, die ich bestellt habe für die neuen Drucker. Alle schon auf Länge. Die machen einen guten Job. Die sind hier alle schon perfekt gesägt und sauber gemacht. Da muss man nur noch mal mit dem Lappen ein bisschen rübergehen. Ach so, ja, hier unten sind dann noch die gefrästen. Die sind dann ein bisschen teurer. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber da sieht man dann zum Beispiel, wie die Anschraubflächen für die Linearführungen abgefräst sind. Dann gehen wir einmal raus aus meiner Halle. Das ist immer super einfach. Wir gehen hier einfach raus. Hier hängt immer so ein Tuch vor, damit hier keiner reinglotzen kann. So, und wenn ich filme, habe ich eigentlich dieses Schild immer davor. Das Achtung Aufnahme interessiert hier von den Mitarbeitern, aber auch keinen. Die kommen trotzdem rein. Das ist denen völlig Wurst, habe ich gemerkt. So, und dann latsche ich hier einmal durch die Halle durch. Dum, 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 dum. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der Hubert ist, ob der noch am Siften ist. Lop. Hier ist unser Lager so für eigenes Filament, ist das, glaube ich. Creality-Drucker. Hier ist das Papplager.
Hier steht dann der Fuse und der Sift. Wir haben das jetzt mal umgestellt hier in die Ecke, weil hier auch gleichzeitig ein Fenster ist. Da kann man dann mal lüften, falls hier doch ein bisschen Staub entsteht. Aber Hubert scheint nicht hier zu sein. Wir gucken mal hier durch, weil man kann hier so ein bisschen durchglotzen. Da steht er. Da ist er. Da gehen wir jetzt mal rüber. Wink mal. Hat schon ganz schüchtern gewunken. Okay. So, dann latschen wir hier rüber in den anderen Raum. Und da ist der Hubert. Sag mal hallo. Hallo. Ja, hier ist der Hubert. Das Witzige ist, ich heiße mit Nachnamen Hubert und Hubert heißt mit Vornamen Hubert. Das ist total verwirrend. Das ist komisch, seinen eigenen Nachnamen als Vornamen irgendwie sozusagen. Das ist ein bisschen mysteriös. Ja, Hubert unterstützt Basti und mich jetzt hier in der Werkstatt, also hier, wo die Montage stattfindet und drüben bei mir sozusagen, wo ich den Printco One zusammenbaue. Hier jetzt gerade haben wir ihn bei der Arbeit erwischt. Und das ist der Printco Max. Den kennt ihr eventuell auch schon aus dem Online-Shop. Ein Video dazu habe ich direkt so gar nicht gemacht. Warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Und das hier ist eine oder die Hauptmontagestation eigentlich für das Gestell und die Elektrik, wa? Genau, richtig. Wir machen gerade die Halter für die Motoren hier fertig. Mhm. Und dann nimmt das schön lang. Cool, dann fehlt noch Elektrikbox, wa? Und genau. Das Druckbett. Ja, die Jungs wissen mittlerweile besser, wie man den zusammenschraubt als ich. Ist eigentlich aber auch gar nicht so schlecht, weil dann kann ich nicht mehr mit in die Arbeit gezogen werden. Nee, also ja, hier ist die Hauptmontage von dem Gestell, aber normalerweise passiert das Ganze, also die Vorarbeit hier drüben. Also hier hat der Basti, da sitzt er, der hat hier so eine kleine Montagehilfe aufgebaut. Erstmal natürlich alles dokumentiert, A, B, C, D, E, F, G. Und hier sind dann ganz viele Winkel draufgeschraubt aus unserem PPCF, glaube ich. Und dann kann er die Winkel, die da, nicht die Winkel, die Profile nehmen, die da unten sind. Dann kann er die hier perfekt reinlegen. Zack, 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 zack. Dann schraubt er die zusammen. Und dann sieht der Kasten irgendwann so, beziehungsweise so aus, wenn er dann mal fertig ist. Ja, Vorbereitung war hier auch, oder wie in allen Projekten eigentlich, das A und O. So, ein paar, ich muss hier die Kamera so komisch halten, weil ein paar Sachen darf ich immer leider nicht filmen, weil wir ja auch Teile drucken für Kunden. Hier sind unsere Drucker, die wir alle mal angesammelt haben. Jetzt ist die Frage, warum habt ihr die alle hier? Ganz einfach, wir können immer wieder nachgucken, wenn jemand fragt, welche Düse ist zum Beispiel in dem FL Sun, ich weiß jetzt gar nicht, welches Modell das ist hier, verbaut. Dann können wir sagen, Moment, wir gucken nach, zack, bauen den auseinander und können genau sagen, was da verbaut ist. Deswegen haben wir die ganzen Modelle aller oder vieler Drucker hier aufgehoben und in diesen Wänden drapiert. Das sind noch nicht alle, es sind nur ein paar. Aber es drucken auch von dem Printco Max Drucker natürlich welche. Das sind jetzt hier diesmal keine Kundenaufträge, deswegen kann ich das zeigen. Aber der druckt jetzt zum Beispiel PETG-Halter für die Displays. Von dem Video, was ich vor 10 Jahren mal gemacht habe, hier zum Beispiel, das müsste jetzt hier dieser seitliche Anschlag sein, der wird hier gerade gedruckt. Das ist hier die Kiste, wo dann alles gesammelt wird. Und dann haben wir hier für die Prizzle so Einsätze, die dann unten in die Box reinkommen. Und das macht der Drucker. Ja, da haben wir immer zwei Drucker hier im Einsatz, die eigentlich permanent irgendwas drucken. Hier haben wir den Montageplatz. Oh Gott, der ist nicht so aufgeräumt, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich zeige es euch trotzdem. Hier wird die Extruder-Baugruppe zum Beispiel zusammengebaut für den Printcore Max, aber auch alle anderen Elektroarbeiten, die halt so anfallen, Kabel krimpen oder ja, was machst du da noch? Kabel krimpen, Elektronikkasten zusammenschrauben, Extrudermontage, habe ich schon gesagt, ne? Nee, so, Basti sagt, so viel Magic ist hier nicht. Ja, hier ist halt so Bastelkram. So, Hubert habe ich gleich mit eingespannt, der muss jetzt vor die Kamera, der holt sich gleich den Stuhl. Der holt sich gleich, also schon, Hubert ist schon älter, der braucht einen Stuhl. Du arbeitest jetzt seit Anfang des Monats, war hier? Richtig, genau. Genau, also Hubert ist dazugekommen als Unterstützung für alle möglichen technischen Arbeiten, die jetzt hier sozusagen anfallen. Unter anderem, wie gesagt, gerade die Druckermontage. Und du hast jetzt auch hier die Station für den Granulatextruder vorbereitet. Richtig, genau. Da haben wir uns überlegt, wie wir das alles am effizientesten und sinnvollsten gestalten, sodass man die ganzen Sachen schön ordentlich wegsortieren kann. Mhm. Hier haben wir jetzt alles die Teststation aufgebaut. Das ist alles noch nicht perfekt, aber wir arbeiten daran, das effizient und zeitsparend zu machen. Ja, mega cool. Dass man alles schnell findet. Die Station da hinten, ich weiß nicht, sieht man die? Ich glaube, du sitzt ein bisschen davor. Hier haben wir so eine Art Teststation eingerichtet. Da können wir jetzt zum Beispiel den Granulatextruder
einklemmen, einspannen und dann über so Kabelklemmen alle möglichen Teile prüfen. Also Heizpatrone, Thermistor, Motor. Und dann hat Hubert so eine kleine Checkliste gemacht, die wir dann abhaken. Genau. Und erst wenn die wirklich abgehakt ist von oben bis unten, dann kommt diese Abhackliste mit in den Karton rein. Ne? Genau. Und dann können wir sehen, okay, der ist wirklich geprüft und Qualität stimmt. Wa? Genau. Finde ich immer wichtig, wa? Dass man wenigstens alles mal einmal geprüft hat. Richtig. Und hier auch wieder diese kleine Sortierbox, die ich euch drüben schon gezeigt habe, so für Kleinteile. Und Hubert hat das gleich so angeordnet, dass immer zum Beispiel Einschmelzhülse und Schraube alles zusammenpasst. Das heißt, alles, was in einer Reihe ist, hat dann immer einen Sinn und gehört zusammen. Cool. Montiert hast du ja alles schon. Das haben wir nicht gefilmt. Die liegen alle schon drüben. Hat ja super geklappt, wa? Ja, super. Cool. Okay, ja, das ist die Station hier. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das zeigen darf. Es ist nämlich total gruselig hier hinten. Also wir haben das Lager jetzt schon optimiert und alte Regale rausgeschmissen und investiert in neue Schwerlastregale, die auch super schick aussehen. Aber wenn ich jetzt hier mal so gucke, ist schon wieder alles voll. Ich nehme euch gleich mal rum und zeige euch alles. Es ist auch mega unordentlich. Also ist nicht böse gemeint, aber hier hinten steht ja schon wieder. Da hinten steht Claudia. Ich nehme euch das nicht übel. Es ist einfach zu wenig Platz. Ihr seht, hier stehen Europaletten, Filament, Polymaker, ja auch mal Polylight, Extruder. Wir haben gedacht, der Platz reicht, als wir hier die Regale aufgestellt haben. Wir merken aber jetzt auch schon wieder, dass das eigentlich viel zu wenig ist. Das heißt, ich muss mir einen Kopf machen, wie wir uns jetzt noch weiter, sag ich mal, vergrößern können, gesund vergrößern können. Ich nehme euch einmal mit. Ich mache die Kamera hier ab und dann latschen wir hier einfach mal durch. Es ist ja auch kein Geheimnis, wie es hier aussieht. Also hier kam jetzt zum Beispiel Polymaker an, das Filament, was wir jetzt auch, ja, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so viel Ahnung vom Shop, das machen alles die Mädels. Polymaker, was haben wir da hinten? Versandmaterial. Hier werden Silikonsocken unter anderem gemacht für den Sowohl SV06. Ihr seht, das ist alles noch Handarbeit. Also das wird hier alles selber gegossen und rausgenommen und geschnitten und hier die Abfälle sortiert. Das ist alles noch nicht optimiert, aber die Mindestabnahmemenge von solchen Silikonteilen sind halt mal so locker 1000, 2000, 5000 Stück. Ein Werkzeug kostet auch nochmal 500 bis 1000 und dann macht es einfach. Man weiß ja nicht, klappt das, und dann macht es keinen Sinn, gleich in so ein Werkzeug zu investieren. Das heißt, man fängt mit Handarbeit an, macht sich hier einfach, so wie wir es jetzt gemacht haben, aus SLS, so kleine Mini-Werkzeuge und testet erstmal so günstig wie möglich, ob das Projekt funktioniert. Jetzt im Nachhinein habe ich gesehen, wie viele wir von diesen blöden Sowohl SV06 Umbauten verkauft haben. Hätte ich also gleich in ein richtiges Silikonwerkzeug investiert, wäre ich im Endeffekt günstiger gewesen. Aber das weiß man ja vorher nicht. So, hier ist unser Lager für, ich glaube, ein Teil von Extruder und ein paar Silikonheizmatten für unterschiedliche Drucker. So sieht das Ganze dann zum Beispiel aus. Das ist jetzt hier 24 Volt, 220 Watt. Früher wusste ich das noch auswendig, für was das war. Ich glaube, das müsste für ein Ender 3 sein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich recht habe. Filament-Sample-Anlage steht hier so ein bisschen rum. Jeder geht hier mal ran und macht ein paar Samples. Ja, und dann geht es hier rund. Dann sind das hier sämtliche Druckbetten, Druckabmaße von irgendwelchen oder für irgendwelche Drucker. Hier steht dann immer dran, was das ist. Zum Beispiel das für ein i3 Mega. Und dann haben die Mädels das alles schon so gepackt, dass sie hier bloß rangehen müssen. Oh, ich habe den Zettel verloren. Da kriege ich richtig Ärger. Da muss ich aufpassen. Das legen wir lieber sofort wieder dahin. Sonst gibt es richtig Stress. Ich glaube, das war nicht der richtige. Oh, scheiße, da liegt auch noch einer. Da liegt auch noch einer. Ich werde einfach beide drauflegen, dann bin ich nicht schuld. Ich werde beobachtet. Hallo. Ich habe nichts gemacht, ich bin schon wieder weg. Ja, Druckplatten. Hier ist ein bisschen dunkel, die Lampen sind aber nicht an. Normalerweise sind die auch an. Druckplatten. Wir laufen hier weiter rum. Druckplatten. Zur Abwechslung Druckplatten. Und hier geht's weiter. Hier ist auch wieder Extruderfilament. Und hier kommen die ganzen Printplates in 1000 verschiedenen Größen und Abmaßen, die ganze Reihe lang durch hier auch. Das sind jetzt die Printplates Pro, also die etwas helleren Platten, auch in 1000 Abmaßen. Wir haben überlegt, wie kriegen wir die hier am besten reingestapelt, bis dann die Bea, die habt ihr gerade da drüben gesehen irgendwo, die sitzt da, die hatte dann die Idee, Mensch, wir machen hier einfach erstmal so Pappe zwischen, bevor wir hier richtige so Böden haben. Und das ist eine gute Idee, so kann man die wenigstens ordentlich voneinander separieren. Ja, so geht es die ganze Reihe durch, das sind die ganzen Druckplatten bis nach hinten. Und dann haben wir hier weiter Filament, das ist jetzt von Fiberlogy. Ab und zu arbeitet hier auch einer und läuft dann hier so durch die Reihen durch. Und auch nochmal Polymaker, das ist so das nächste Filamentlager. Ich latsche hier mal weiter durch. Filamentboxen schon vorbereitet, die hat Hubert, glaube ich, alle zusammengebaut. Dann kommt hier Filamentum und da im Hintergrund, das ist dann, ich gehe mal rum,
der zweite Teil von dem selber hergestellten Filamenten. Also hier haben wir dann zum Beispiel Polypropylen oder Nylon CF, Nylon CF Flex, Nylon GF. Hier wird es immer knapp. Der Basti, der produziert mit der Filamentanlage immer Farben, so wie jetzt hat er zum Beispiel grün hergestellt. Jetzt baut sich dieser Turm relativ schnell ab. In der Zeit macht er jetzt orange, dann füllt sich der Turm, dann switcht er und macht dann als nächstes zum Beispiel, weiß ich nicht, grün oder blau. Also wir haben hier ein Problem, dass wir das Lager voll kriegen. Er versucht immer nur so ein bisschen die Lücken zu stopfen, die hier entstehen. So, jetzt laufen wir weiter. Also hier ist noch ein ganz kurzer Abstecher, das ist unsere zweite Miniaturwerkstatt. Hier ist unter anderem ein Stichelbock, damit kann man so gehärtete Nadeln zum Beispiel oder Bohrer aufs Hundertstel abschleifen, super praktisch. Eine kleine Miniaturschleifmaschine, das ist keine Schlagschere, das ist hier, wie heißen die, Blechschere, eine große. Und unsere Sandstrahlanlage für die SLS-Teile, auch schon in die Jahre gekommen. Da brauchen wir definitiv demnächst auch irgendwas Neues, Größeres, Automatisiertes. Und wir gehen wieder raus und da drüben steht ja unsere kleine Filamentanlage. Wir machen jetzt gerade Nylon GF in Orange, wenn ich mich nicht täusche. Haha, ja, ist schwer zu erkennen, aber ja, es ist Orange. Gucken wir mal, was der Durchmesser sagt. Ich komme hier morgens immer einmal und gucke mir an, wie das Ganze hier so aussieht. Wie der Faden aussieht, der hier durchläuft. Der ist noch super heiß, wenn der hier rauskommt. Man denkt immer, ach, sobald das hier durch ist und gekühlt wird, ist das ja kühl. Nee, nee, der ist richtig warm noch. Also ich würde sagen 60, 70 Grad mindestens. Dann wird das aufgespult und erst dann wird der, sag ich mal, kalt und kriegt dann seine finale Form. Deswegen sieht das Filament immer so aufgekringelt aus, wenn man das abspult, weil das erst seine finale Form annimmt, wenn das hier drauf gewickelt ist. Das hier ist sozusagen das, was Basti jetzt heute Morgen bisher gemacht hat, das Nylon GF in Orange. Und ihr seht es schon, es ist jetzt nicht so viel, dass man sagt, wow, Mann, da hat man ja richtig viel produziert. Und deswegen müssen wir halt immer die Lücken stopfen und gucken, welches Material brauchen wir. Und dann machen wir ein paar Rollen, dann sind die ausverkauft, dann müssen wir wieder switchen und umrüsten. Das dauert natürlich alles Zeit. Und deswegen bin ich jetzt dabei, gerade zu gucken, dass wir unsere Maschine upgraden, dass wir hier eine deutlich größere Anlage kriegen, die dann auch ein bisschen mehr schafft, dass wir auch zum Beispiel mal eine Woche produzieren können und dann zwei Wochen die Maschine stehen lassen können. Das ist halt deutlich effizienter, als die kleine Miniaturanlage jetzt hier permanent laufen zu lassen. Aber was ich genau da geplant habe, wie das Ganze mit dem Raumwechsel und der Maschine etc. aussieht, da will ich noch nicht zu viel erzählen, falls es dann doch nicht klappt. Das heißt, ich präsentiere es euch dann erst, wenn es wirklich soweit ist. Wir sind wieder zurück in meiner Halle. Hier ist es zum Glück schön still und ich dachte, ich stelle mich hier so richtig oder setze mich so richtig cool neben die alte Simson hier. Ja, das sind die Projekte, die momentan abgearbeitet werden. Der Granulatex-Ruder ist fertig. Der Printcore One, da erfolgt die Übergabe, dass der Hubert und der Basti, dass die das Ding zusammenschrauben können. Und dann folgt eventuell noch einmal eine größere Extruderanlage, dass wir da ein bisschen besser unsere Lücken füllen können. Und dann habe ich erstmal alle Projekte durch, die ich mir sozusagen vorgenommen habe. Und dann kann ich auch endlich mal wieder ein bisschen durchatmen. Ach ja, das stimmt, die Filamentbox, die fehlt noch. Ja, aber das ist jetzt im Verhältnis zu den anderen Dingen nicht ganz so schlimm, sage ich mal, nicht ganz so aufwendig. Ich habe euch einmal mitgenommen. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen, wo ich euch die einzelnen Stationen noch einmal gezeigt habe. Falls es euch interessiert, wie es hier so tagtäglich abläuft, was wir hier so machen oder was ich den ganzen Tag so mache, wenn ich mal nicht da am Rechner sitze und schlafe, dann schreibt das gerne in die Kommentare rein. Auch wenn euch irgendwie was Spezielles zu irgendeiner der Projekte hier interessiert, immer rein in die Kommentare, dann versuche ich das zu beantworten oder in dem nächsten Video nochmal detaillierter zu zeigen. Das Video ging jetzt relativ lang, obwohl ich ziemlich schnell spreche. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und ich sehe euch im nächsten Video. Ja, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Slept here for days.
Dieses Video und meine gesamte Arbeit auf YouTube wird unterstützt durch den Printcore Online-Shop. Hier findest du von der Druckplatte über Druckdüsen, über eine Vielzahl an Tuning-Teilen und einer riesigen Auswahl an Filamenten, auch aus eigener Produktion, fast alles für deinen 3D-Drucker. Du brauchst besonders stabile und hitzebeständige Bauteile oder maßhaltige Prototypen. Mit unserem SLS-Drucker fertigen wir dir Bauteile aus gesintertem PA12-Material. Verformte Lüfterführungen am Hotend gehören somit der Vergangenheit an. Das Sofort-Online-Tool berechnet dir in wenigen Sekunden den Preis für dein Bauteil und du sagst am Ende einfach ja oder nö. Alle passenden Links findest du wie immer unten in der Videobeschreibung.